Ja, wo ist sie denn? Es geht doch jetzt langsam. Ach, wir sind schon drauf. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind. Recht herzlich willkommen zum Gadget des heutigen Tages. Ein ganz besonders interessanter Artikel am heutigen Tag. Und eigentlich wollte ich Ihnen den mit der Kathi zeigen. Jetzt müsste ich mal gucken, wo sie eigentlich ist. Handyempfang ist ja nicht, aber den brauche ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe ja mein cooles Walkie-Talkie. Mal gucken, wo sie steckt. Kathi für Carsten, kommen. Hallo Carsten, was kann ich für dich tun? Ja, hör mal, wir haben jetzt das Gadget des heutigen Tages. Wo bist du denn eigentlich? Oh, ich bin hier noch in der Regie. Warte, ich komme. Ah. Okay, dann beeil dich bitte ein Stück weit, weil so viel Zeit haben wir gar nicht, die guten Stücke vorzuführen. Ja? Also, es geht um Walkie-Talkies, liebe Zuschauer. Und das ist nicht nur etwas für die Kinder, das ist natürlich auch etwas für die Erwachsenen. Da wisst ihr, kommt zu uns. Ist das nicht eine coole Angelegenheit, hier mit so einem Walkie-Talkie mal eben schnell zu funken? Ich finde es ganz, ganz toll. Das macht richtig Spaß. Ich bin schon den ganzen Morgen hier am Rumlaufen im Studio und mit dem Walkie-Talkie am Rumfunken. Da werden Kindheitsträume natürlich wahr. Und ich habe vor einigen Monaten meinem Sohn also auch mal genau dieses Paar an Walkie-Talkies mitgenommen. Mein Sohn ist 7 Jahre alt und ganz ehrlich, wenn der mal Freunde zu Besuch hat, laufen die ganze Zeit durch die Wohnung, durch den Garten und funken sich permanent nur an. Da haben wir so schon Agenten gespielt ohne Ende. Ist natürlich auch Spitzenklasse, weil du hier eine richtig ordentliche Reichweite auch zur Verfügung hast, ne? Ja, auf jeden Fall. Also das reicht wirklich unendlich weit. Und ich finde es 5 Kilometer sogar. Also das ist schon eine ordentliche Reichweite. Und ich finde es halt wirklich perfekt, wenn man halt auch in den Urlaub fährt. Das ist genau der Punkt. Gerade auch für die Erwachsenen ist so ein Artikel eben sehr interessant. Denn häufig fährt man eben mit 2 oder 3 Autos wegen dem Gepäck oder wegen der Personenanzahl in den Urlaub. Und gerade wenn du ins Ausland fährst und dann jedes Mal kurz telefonieren musst und deinem Vordermann sagen musst, du fahr doch bitte mal die nächste Raststätte raus, ich muss mal kurz zur Toilette oder ich würde gerne Kaffee trinken, dann geht das ganz schön ins Geld. Hast du hier natürlich nicht, weil du eine sehr stabile Funk Verbindung hast. Insgesamt stehen dir sogar 8 Kanäle zur Verfügung. Mhm. Da kannst du mal eben schnell über Funk durchgeben. Pass mal auf, nächste Raststätte raus. Wir müssen mal eben kurz eine kleine Pause machen. Und damit du das auch nicht überhören kannst, gibt es ja diesen tollen Call-Knopf hier an der Seite. Pass auf, ich drücke ihn mal gerade. Achtung. Ah, mein Telefon klingelt. Einfach draufdrücken auf diesen Push-Knopf an der Seite. Ja. Genau, da haben wir es. Guten Tag. Schönen guten Tag, bist du bei mir? Jawohl, funktioniert. So. Das ist wirklich super. Ich finde es auch super. Wir fahren häufiger mit mehreren Familien in den Urlaub und haben dann halt Ferienhäuser, die so ein Stück voneinander entfernt sind. Und das ist natürlich auch super, wenn man dann in jedem Ferienhaus wirklich eins von diesen Walkie-Talkies hat. Oder auch, wenn du mit dem Wohnwagen fährst, dann in 2 Wohnwagen die Walkie-Talkies verteilen. Du brauchst wirklich auch gerade im Ausland halt dein Telefon nicht mehr. Das ist super. Genau. Bist du schon wach? Ist der Kaffee schon fertig? All diese Fragen kommen. Sehr einfach übrigens von der Menüführung hier. Hier können Sie jederzeit die Lautstärke rauf und runter regeln, wenn es Ihnen zu laut werden sollte. Und hier über den Menüpunkt kommen Sie jederzeit auch mal in einen anderen Kanal, falls Ihnen da mal jemand dazwischen funkt zum Beispiel. Sehr interessant ist auch diese Funktion hier. Das ist die sogenannte Vox-Funktion. Wir haben ja hier an der Seite diesen kleinen Knopf. Darauf muss man drücken, wenn man eben mit seinem Gegenüber oder mit dem anderen Menschen mit dem Walkie-Talkie in der Hand sprechen möchte. Wenn du aber hier die Vox-Funktion zuschaltest, reagiert das Gerät automatisch auf deine Sprache. Das heißt, du hast eine permanente Verbindung zu deinem Gegenüber. Das ist perfekt. Super, oder? Toll natürlich auch diese Clips hier. Das heißt, du kannst hier so ein Teil jederzeit auch mal eben an den Gürtel, mal eben an eine Tasche oder von mir aus auch mal eben ans Hemd befestigen, sodass du dieses kleine, wirklich auch leichte Walkie-Talkie jederzeit mit dabei hast. Und für Kinder, zum Beispiel gerade dann, wenn du jetzt in den Ferien auch mal einen Freizeitpark besuchst, da gibt es unheimlich viele Menschen. Wenn die mal 10 Meter weiterlaufen, hast du die schnell mal aus den Augen verloren. Ja, hier kannst du natürlich mal eben schnell nachfragen, wo steckst du eigentlich, ne? Ja, das ist super. Da kann man wirklich jedem Kind einfach so ein Walkie-Talkie dranklipsen und schon kann man sich wunderbar mit denen verständigen und kann die dann halt anfunken und man verliert sich nicht mehr. Genau, das ist der Punkt. Da kann man sagen, ach du bitte, hör mal, wo steckst du? Bist du vielleicht an der, bist du an der Achterbahn oder bist du vielleicht an der Wildwasserbahn? Over. Ja? Und dann hat man natürlich eine wesentlich bessere Verbindung. Haben wir im Programm für Sie für 19,90 €. Damit werden nicht nur Kindheitsträume wahr, da haben die Erwachsenen auch noch richtig ihren Spaß dran und es ist auch durchaus sinnvoll, vielleicht auch gerade mal während der Urlaubsfahrt drüber nachzudenken. Ist die PX1750 und die 569. Für mich ist der Artikel gekauft. Ich finde das großartig. Ja, ich auch. Ich habe schon gesagt, ich nehme auf jeden Fall einen mit. Ein tolles Gadget des Tages. So, und wir funken jetzt noch mal eine Weile. So, Gadget des Tages ist vorbei. Wir werden uns jetzt mal mit der nächsten Sendung beschäftigen. Over.